wie er schreit und lebt. Willkommen zurück auf dem Fußballplatz, Fabio Goldotti. Und der Lausanne-Keeper hatte einen arbeitsreichen Nachmittag vor sich, denn Ibe agierte offensiv. 6. Minute, Ben Khalifa. Nein, der U17-Weltmeister leidet weiterhin unter Torhemmung. Eine Minute später, Lausannes Katz in Geberlaune. Ben Khalifa, wieder Mutterseelen alleine, aber mit dem guten Auge auf Farnerud. Ibe in Führung nach bloß 7 Minuten. Ben Khalifa mit seinem ersten Scorerpunkt im gelb-schwarzen Dress und Goldotti ohne Abwehrchance gegen Farnerud. Alexander Farnerud gegen Fabio Goldotti lautete auch das nächste Duell. Der Freistoß in der 18. Minute knapp am Tor vorbei. 11 Lausanne-Spieler standen zwar auf dem Platz, aber von Mitspielen konnte keine Rede sein, vielmehr von höflichem Spalier stehen. Nuzzolo vergab die nächste Ibe-Chance. Die Berner sorgten für Unterhaltung. Die Pässe kamen an, die Lausanner Abwehr stellte kein Hindernis dar. Nur Goldotti genügte in seinem Comeback-Spiel Super League-Ansprüchen. Degen hätte das 2:0 machen müssen. Martin Rueda dürfte mit seinem Team nicht zufrieden sein. Und es kam noch dicker. Die 31. Minute und das komplette Blackout von Lausannes Captain Meoli. Schauen Sie, wo er da den Ball hinspielt. Goldotti zu spät, Farnerud der Profiteur. 2 Tore erzielt, nicht schlecht. Dumm, nur die gelbe Karte, die Farnerud für den Jubel im Fansektor kassierte. Ein Bild, welches den Auftritt von Lausanne in der ersten Halbzeit widerspiegelte. Zu viele Unsicherheiten, zu viele Fehler. Es ging im gleichen Stil weiter. Ibe wähnte sich in einem Freundschaftsspiel. Nicht anders ist zu erklären, wie fahrlässig Degen und Costanzo Chancen ausließen. Kurz vor der Halbzeitpause schnappte sich Nuzzolo den Ball und begab sich auf einen Spaziergang durch die Lausanner Hintermannschaft. Wenn die Wattländer nicht Goldotti gehabt hätten, Ibe hätte locker 5 oder 6 Tore erzielen können. Hier nochmals die Szene für Nuzzolos Privatarchiv. Kann sich sehen lassen. So, hier der Beweis, dass auch der Fußballplatz auf der Pontes 2 Hälften hat. Ja, Sie dürfen sich verwundert die Augen reiben. Lausanne im Angriff. Und Marazzi tatsächlich mit einem Abschluss. Es geht doch. Wölfli hätte keine Chance gehabt. Hinein in die zweite Halbzeit. Lausanne auf Wiedergutmachungstour. Marre hatte Zeit zum Flanken. Huh in der Mitte und Wölfli mit dem guten Reflex. Ibe zeigt eine ausgezeichnete erste Hälfte, aber in der zweiten gab es auch solche Tiefschläge. Ruh wusste das Geschenk nicht in ein Tor umzumünzen. Michael Silberbauer auf Meolis Spuren. Einziger Unterschied, Ibe machte das Goal, bei Lausanne blieb die Null stehen. Die Berner machten in der zweiten Halbzeit nur noch das Nötigste. Aber das Nötigste reichte doch noch für einen Angriff. Und ein weiteres Tor. Nuzzolo mit seiner Premiere für Ibe. Ja, und die Lausanner Abwehrspieler waren einmal mehr nicht beim Gegner. Von Christian Groß gab es verhaltenen Applaus für den deutlichen Auswärtssieg nach 2 Niederlagen. Lausanne-Coach Martin Rueda war reichlich bedient. Und Fabio Goldotti hatte bei seinem Comeback keinen Grund zur Freude. Wir haben uns viel vorgenommen, persönlich wie gesagt, aber das ist schon in den letzten 2 Wochen hat sich gezeigt, dass ich schnell erholt habe. Und darum bin ich sehr froh, dass ich wieder am Fußballplatz stehen konnte. Aber wie gesagt, es macht nicht sehr viel Freude, wenn man 3:0 verliert. Den brummten Schädel jetzt wegen dieser Niederlage, also die Verletzung ist abgehakt. Ja, sonst wäre ich nicht im Goal gestanden. Also ich konnte die letzte Woche sehr gut trainieren. Ich habe mich sehr schnell regeneriert und darum konnte ich auch heute auf dem Platz stehen. Ich hoffe, dass wir das natürlich weiterziehen und sicher mal einen Schritt vorwärts, sicher mal positiv.
Und ja, schauen wir, was die nächsten Spiele machen. Das wäre wichtig, wenn wir einen Lauf könnten haben, wenn wir ein paar Spiele noch gewinnen könnten, sicher. Also müssen jetzt Teams eben von ganz oben, Luzern, Sion etc. ein bisschen Angst haben vor den Young Boys? Kommen die jetzt? Ja, das hoffe ich. Ich denke schon. Eben, es ist wichtig, dass wir jetzt nicht auswärts gewinnen. Jetzt haben wir das Heimspiel und es wird Zeit, dass wir daheim gewinnen. Vor allem für die Fans. Einen Monat lang hat man nicht gewonnen. Wie wichtig war dieser Sieg heute? Natürlich sehr wichtig. Ich meine, wir brauchen die Punkte und wir wollen auch oben sein in der Tabelle und wir wollen dafür kämpfen. Und ich finde, wir haben erste Halbzeit ganz gut gearbeitet, ganz gut gespielt. Muss weitermachen in der zweiten Halbzeit.